Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute wieder Funde im Netz. Ja, was haben wir denn gefunden? Wir haben als erstes Highlander 2. Ich bin ja so ein Highlander-Fan vom ersten Teil. Der zweite Teil, der war mir immer ein bisschen zu futuristisch. Aber er gehört auch irgendwo in die Sammlung, also habe ich ihn mir nochmal auf DVD bestellt. Und ja, ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Und mal schauen, ob er mir immer noch zu futuristisch ist. Mal schauen. So, dann ein Film, wo ich sagen muss, der hat mich überrascht damals, und zwar Gravity. Sandra Bullock und George Clooney. Ein wirklich interessanter Film. Dieser Film basiert wirklich nur auf drei Schauspielern. Und davon ist einer eigentlich ziemlich schnell weg und die anderen beiden erleben so eine Art Odyssee, aber muss sagen, sehr guter Film. Also actionmäßig pur richtig cool. Muss man mal sagen. Ja. So. Wunderschön, nicht wahr? Was? Der Sonnenaufgang. Fantastisch. Jetzt kommen wir zu dem Film. Da hat mich eigentlich mehr oder weniger der Film Joker draufgebracht, weil mir kam die Story so ein bisschen bekannt vor von dem Joker. Und zwar geht es um Taxi Driver. Weil die Geschichte ist eigentlich im Grunde fast dieselbe. Also, wenn ihr auf Joker standet, dann holt euch Taxi Driver. Aber zu diesem Joker, Taxi Driver und Art der Filme mache ich auch nochmal ein separates Video, damit man sieht, wie ähnlich sich diese Filme eigentlich sind. So, Robert De Niro übrigens einer der coolsten Schauspieler überhaupt. So, dann habe ich mir noch zugelegt, weil viele immer gesagt haben, guck ihn dir an und alles sowas. Und ja, ich werde es tun. Es von Stephen King. Ich gucke mir erstmal den alten an und dann werde ich mir die Neuverfilmung angucken, jetzt aus den letzten Jahren, und werde sehen, was ist besser. Ich mag ja alte Filme. Ich muss ja sagen, von der Atmosphäre her können die alten Filme eine Menge mehr als diese neumodischen Dinger. Aber wenn man so sieht, die Special Effects in den neuen sind natürlich weitaus besser. Da kann man noch mehr irgendwie mitmachen. Schon richtig. Wenn es nicht tot ist, kommen wir zurück. Es ist zurückgekommen.
So, und dann kommen wir zu einem Film, den hatte ich schon mal, der ist mir aber irgendwie kaputt gegangen. Und ich liebe diesen Film. Dieser Film ist für mich ein Kultfilm. Und ja, ich rede von Das Schweigende Lämmer. Ich finde den Film einfach verdammt gut gemacht. Die Schauspieler sind gut. Wirklich eine gute Auswahl getroffen und alles sowas. Und ja, Jodie Foster, Anthony Hopkins sind schon ein gutes Team. Sagt man das so? Ja. Der Psychiater Hannibal Lecter. Hannibal der Kannibale. Guten Morgen. Sie sind eine ziemlich gerissene Person, Agentin Starling. Naja. Wieso zieht er dem wohl die Haut ab? Billy ist kein richtiger Transsexueller. Aber er glaubt es und versucht einer zu sein, verstehen Sie? Er versucht alles Mögliche zu sein. Was sie erst das dritte Mädchen, das gefunden wurde. Danach ist er nachlässig geworden. Wer ist Buffalo Bill? Die Lämmer haben geschrien. Sie wachen immer noch manchmal auf, nicht wahr? Wachen auf im Dunkeln? So, dann kommen wir zu zwei kleinen Schockern. Und zwar habe ich mir geholt den BTK-Killer. Also Jagd auf den BTK-Killer. Mit Robert Forster. Ich bin neugierig. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn mir jetzt mal in Ruhe angucken. Das ist ja ein reeller Killer, den es wirklich mal gab. Und da bin ich echt mal neugierig. So, und jetzt kommen wir zu einem ähnlichen Film, und zwar mit Charlize Theron. Viele haben den schon gesehen, ich hatte ihn mir auch schon mal angeguckt, aber ich habe ihn halt nicht gehabt. Das war damals so eine Leihgabe von einem Freund. Und ja, ich rede von Monsters. Ich sag mal so, ich stehe ja irgendwie voll auf Charlize Theron, das ist ja eine richtig heiße Frau, kann man schon fast sagen. Aber in dem Film haben sie richtig hässlich gemacht. Also, da muss ich schon sagen, wow. Das ist nicht die Celine Theron, wie wir sie kennen eigentlich. Aber gut. Er war nicht schlecht. Und ja, beruht natürlich auch auf einer wahren Begebenheit. Und deshalb muss er in meine Sammlung. So, dann habe ich mir eigentlich einen Fehlkauf geleistet. Ich wollte eigentlich Gravity kaufen. Und habe dann aus Versehen Zero Gravity erwischt. Antrieb überleben. Da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung, wie der ist, was der ist und ich muss ihn mir einfach angucken und mal gucken, ob er was bringt. Wenn nicht, kommt er auch nicht in meine Sammlung. Also er muss schon irgendwie... Ich habe in meiner Sammlung immer nur lieber Filme, wo ich sagen muss, die gucke ich gerne, da habe ich Bock drauf und das ist was für mich. So. Jetzt kommen wir zu Undisputed 3 Redemption. Das ist eine 18er Version. Und die Kampfszenen in dem Film, die sind Hammer. Zieht euch auf YouTube mal die Trailer rein. Die sind richtig krass. Also die Kampfszenen in dem Film, die haben schon... die haben was. Muss man wirklich sagen. So, das war meine Ausbeute diese Woche. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist eine bunte Mischung von allem. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, dann lasst ein Abo da. Oder schenkt mir ein Herzchen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.